Und schon sind wir wieder da. Kleine Pause. Vielleicht habe ich auch einen neuen Part jetzt einfach angefangen, keine Ahnung. Je nachdem, das werden wir sehen. Wir gehen zurück ins Gameplay sozusagen und zwar gleich jetzt. Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und? Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Ich hab dich im Auge, mein Freunde. Jetzt nicht RT und B drücken. Also doch in die Richtung, okay? What? Der chinesische Bankier Agostino Kichi lädt erneut zu einem großen Bankett in seiner Villa ein, um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Insbesondere die enormen Gewinne aus den Darlehen an die Familien Colonna und Orsini. Das Consiglio Rionale erinnert Wallfahrer, ihre Notdurft nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu verrichten. Er möchte sich auch bei der Duchessa die Einrichtung. Gott, bin ich schlecht, Alter. Ganz ruhig. Die sind schon da hinten. Shit. Na, hier kann ich stehen bleiben, glaube ich. Egidio hat bezahlt. Gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Ja, das Geld ist... Warum kann ich nicht gehen? Ich habe bezahlt. Erzählt das Geld. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Ich glaube, hier kann man hoch. Da wir jetzt die Kletterhandschuhe haben da, die Klettersprunghandschuhe. Warum dauert das so lange? Das ist ganz cool.
Kann man das einfacher machen? Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen nach links. Schaffst du. Gleich wird's am schwierigsten. Und jetzt den Senator kalt machen. Yes, geschafft. Sehr gut. Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Ja. Geht voraus, Capo. Geht voraus. Zu Gast in Rom. Als Träger der Truhe verkleidet die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktionen der Wachen können helfen, den richtigen Weg zu finden. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Das Ziel weniger als 3 Minuten erreichen. Das könnte schwieriger werden. Das könnte schwierig werden. Das habe ich noch nie geschafft. okay. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich glaube, wir gehen mal einen Schritt schneller. Ich denke mal links. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber jetzt machen wir Zeit gut. Alles klar. Kurz auf die Karte gucken. Warte, wir sind jetzt. Ja, okay. Wer bin ich? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Okay, ich werde dir jetzt sagen, links ist links, oder? Gleich sind wir da. Oh nein, ich werde fertig. Bald sind wir hier fertig. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Sorry. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Seid auf diese Farben. Ihr nennt euch Römer? Für etwas anderes als Holz. Wollt ihr und Stroh euch benutzen? Kälterei auch abends zu Bett? Auf der
Maria del Popolo übergehen. Jetzt machen wir Zeit. Und ab die Zeit zu meiden. Sind wir da. Seid ihr stolz auf diese Farben? Vergonia! Wir sind fast da. Ja, das hat die auch schon vor 10 Minuten gesagt. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Nein, ich weiß, wo es lang geht. Mit Verlaub, Signore! Ist das nicht die falsche Richtung? Wir sind auf Kurs. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ottime armature. Komm mit. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ja, ich werde es 100% nicht schaffen. Ja, okay, habe ich schon verstanden. Jetzt machen wir Zeit gut. Ja, schade, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe es auf jeden Fall, aber die Richtung war schon mal richtig. Egal. Ja, ist jetzt in Ordnung. Guck mal gerade, ich habe ja jetzt eh verkackt, also tue ich wirklich aufnehmen. Audacity, yes. Capture Module, yes. Alles läuft. Gut. Weiter geht's. Geschafft. Na, 50%, egal. Gib mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Oh mein Gott, seid ihr behindert. Rein und raus, dem Geld, zum Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen, den Bankier und Benek von einer Bank aus eliminieren. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine Ersparnisse an meine hochverehrten Kunden. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Na, ich wäre ja fast versucht. Oh, hallo, schöne Frau. Was für Brüste. Wie wär's denn mit uns beiden? Jetzt, wo der Capo hat sicher nichts dagegen. Wie ist euer Plan? Na, ich habe keinen Plan. Animali, Hilfe! Für den Bankier. Hallöchen. Grazie. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Du weißt ja. Ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie in Trastevere bisher. Nein! Oh Gott! Wieso läuft ihr denn. Wollen die denn an mir vorbei? Ich war doch so gut.
Es war doch so cool, der hat doch so gut geklappt. Vielleicht gibt es einen Checkpoint oder so davor. Oh Gott. Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Ja? Ach, von Xbox Live getrennt. Assassino! Assassino! Hilfe! Komm. Lauf, nicht um sie. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Ich hoffe, du genießt den Abend. Ja, Eccellenza, tue ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohn. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich aber einen. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ich habe nicht gesehen, Mann. Ich kann nicht Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei bei dir. Mehr noch, ich will, dass du die ganze... Oh Gott, wieso entdeckte mich denn jeder plötzlich auf einmal? Oh Gott. Aber eigentlich war es doch ganz chillig durchzukommen, aber... Ach Gott, Alter, weißt du... Ich hoffe, du genießt den. Ja, Eccellenza, tue ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohn. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich wohl einen Tritt frei. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren,
als mich unter das Volk zu mischen. Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Nein. Okay, nochmal. Ich schaff das. Ich hab keine Angst. Keine Assassinen-Signale. Bleibt hier. Ich kann das. Okay. Ich überlege mir was Cooles. Ist ja schon dumm, dass ich mir was überlegen muss eigentlich. Bei der relativ einfachen Aufgabe. Oh, solche Gewalt. Welch Ungemach haben wir nur über uns gebracht. Worum es auch gehen mag, lass mich bitte aus dem Spiel. Lauf, los, Irrsinn! Da kommst du, mein Freund. Du bist gleich dem Tode geweiht. Hör? Ha, ich wusste es doch, dass du noch kommst. Spasti. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Und mein Kugel, das bitte.
Stiefelecker! Ja, wie der Dämonio! Bedeuten. Alles klar, so. Hätten wir das auch geschafft. Reißen wir noch den Checkbrief ab. Ja.